Hey Team Factory, herzlich willkommen zu unserem 74. Team Factory Home Workout. Heute schon Freitag, fast Ende der Woche. Nur noch zwei Tage, in denen ihr dann noch schön unser letztes Charity oder CrossFit for Charity Workout machen könnt. Ich bin natürlich wieder da mit der Sarah. Hi. Wollen wir nicht vergessen, die darf vorturnen. Natürlich aus der CrossFit Factory. So, was machen wir heute? Come into my world and sing it la la la. There's a room that Die Resonanz nach unserem letztwöchigen langen EMOM war groß. Das haben viele gemocht, einige gehasst, manche auch geliebt. Wir machen es heute wieder, kein Laufen, langes EMOM. Gleiche Länge, 42 Minuten. Es besteht aus 6 Movements, keine Pause. Okay? Sehr gut. Das wird ein Core-EMOM. Ja, mit dem letzten Element, wo es ein bisschen um Action geht, ein bisschen auch um Score. Ihr könnt einen Score eintragen. Was das ist, zeige ich euch gleich. Wir verfolgen immer ein Schema und zwar immer 30 Sekunden, außer einmal 15-15. Ach, gibt zusammen auch 30. Und das die Kirsche auf der Kerze, nee, auf der Torte, sind dann die 45 Sekunden. Sarah, womit fangen wir an? Plankhold an der Wall. Oh, Plankhold an der Wand. Okay, schaut mal an. Worauf kommt es da an? Plankhold an der Wand. Ihr macht quasi, ihr kommt. Okay, wir fangen mit der Skalierung an. Auf den Unterarmen ist die Skalierung. Ihr macht einen halben Wallwalk, macht euch hier kurz, ja. Becken kippt ihr nach innen und presst euch von hier an die Wand. Das haltet ihr 30 Sekunden, okay? Wem das schwierig erscheint, kann gerne in die Zoom-Calls kommen, da sagen wir euch die Sekunden an. Das ist die RX-Variante. Hände, so gut es geht, unter die Schulter zu bekommen, nicht zu weit vor euch, aber auch hier kippen, Bauchnabel innen oben und kurz machen. Und in die Wand pressen, durch die Hände. Okay? 30 Sekunden. Plank hold at wall. Danach machen wir 30 Sekunden Straddle Compressions. Ja, Sarah, was ist das, wie ist es am schwersten? Je weiter die Hände vorne sind. Je weiter die Hände vorne sind, so ist es leicht. Okay, je weiter die Hände vor euch sind, ich sag mal so auf Kniehöhe ist es schon jetzt so leicht, noch ein Stück weiter vorne ist es schon schwerer, bringt die Füße einfach auch hier mit Becken in Bauchnabel in oben, Becken einrollen, nach oben, okay? Macht das so schön rhythmisch wie es geht, 30 Sekunden lang, ja? Movement 2 war das, Movement 3 sind, Achtung, was Neues, 30 Sekunden Hollow Hold on Chair, Bench, Box, was auch immer. Okay, im schönsten Fall seid ihr hier. Okay, das ist, glaube ich, die ehrlichste Hollow-Position, die es gibt. Hollow-Hold, ihr könnt natürlich die Arme nach hinten nehmen. Kannst du das? Das ist schwer. Ja, man kann es aber auch ein bisschen skalieren. Okay, findet den Punkt, an dem ihr steht. 30 Sekunden. Danach machen wir 15 Sekunden rechts und 15 Sekunden links. Achtung! L-Hold kennen wir ja, ob das L-Hold an der Bar ist, dass ihr hängt, ja, oder manchmal haben wir es auch auf Boxen gemacht, dass wir rechts und links zwischen zwei Boxen sind und die Füße hochbekommen haben. Das kann man natürlich auch hier machen, okay, wir machen es auf dem Boden. Single Leg, heißt ein Bein bleibt unten, ist die skalierte Variante, ihr könnt auch 30 Sekunden mit beiden Beinen in der Luft haben, okay. Einfacher ist es, wenn das Bein unten bleibt und das Bein hoch. Okay, 15 Sekunden. Dann habt ihr 15, andere Bein unten und das andere hoch. Okay, in Summe 30 Sekunden. Gut, Movement 5 ist, ihr könnt es euch denken, Arch auf einer Bank, auf einem Stuhl, auf einer Kommode, auf einer Box. Auch hier findet den Punkt, an dem ihr schön steht. Macht den Hintern fest, den Rücken fest. Oberschenkel würden nicht den Boden berühren, tun sie hier auch nicht und Brust hängt natürlich auch in der Luft. Okay, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen skalieren, indem ihr ein bisschen Rotation reinbringt, aber 30 Sekunden Arch Hold auf einer Bank, auf dem Stuhl oder was auch immer. Okay, jetzt kommen wir zu den 45 Sekunden und das ist auch euer Score. Wir möchten, dass ihr 45 Sekunden voll durchballert und zwar Mountain Climber. Okay, Mountain Climber. Wir wollen die so schön dynamisch wie es geht macht, Sarah, ja, wie so Skibbings. Zeig mal deine schönsten Mountainclimber. So, okay? Zählt sie 45 Sekunden lang.
Und das dann? Rechts, links ist 1, 2. Ja, ist ja eigentlich fast egal. Hauptsache ihr macht, ihr zählt und wir zählen alle gleich, das ist wichtig. Rechts, links ist 1, 2, 3, 4, 5. Addiert das dann aus den 7 Runden und dann habt ihr einen Score, den ihr beim Sugarwort hochladen könnt. Ja, haben wir mal immer mit Score. Sehr gut. Okay, ansonsten werdet ihr heute Abend noch das CrossFit for Charity Workout bekommen. Das wird auch wieder ganz was Feines machen. Wir werden an dem Samstag, wissen wir noch nicht ganz genau, wann oder wie viel Uhr, einen Zoom-Call machen, sodass wir vielleicht alle, viele gemeinsam das Workout machen können. Ich schätze mal, dass das irgendwie vormittags wird. Oh, vielleicht 10, 11 Uhr oder so. Ja. Es ist immer schwierig, die richtigen Zeiten für jeden zu finden. Da bleibt uns immer nur, weiß ich nicht, so logisch wie möglich drüber nachzudenken oder was auch immer, ja. Ich glaube, es wird 11 Uhr vormittags auf jeden Fall und dann ballern wir das letzte gemeinsam durch. Ja, ich bin gespannt, wie viel das denn wird. Ja, und dann machen wir mal einen Strich drunter und dann gucken wir mal, was bei rumgekommen ist. Und dann müssen wir das mal bei Osthessen News anmelden oder der Fuldaer Zeitung. Gleichzeitig werdet ihr dann mit diesem Video auch den Doodle-Link bekommen zum Abstimmen der Organisation, wo das Geld hingeht. Da haben wir jetzt 1 von Tieren und 2 von Menschen. Wir wollen das begrenzen und nicht 7 Stück. Ja, vielen Dank an alle die, die was geschickt haben. Wir wollten uns jedoch zur Erklärung, weil wir vielleicht den einen oder anderen Vorschlag nicht genommen haben, regional, sage ich mal, konzentrieren und nicht, ich sag mal, international oder sowas. Es sollte was Regionales erreichen und wird auch was Regionales erreichen. Und da kriegt ihr einen Link mit 3 Vorschlägen. Da dürft ihr abstimmen und auch da bin ich gespannt. Na? Sarah? Ja. Gibt's noch was? Nö. Wolltest du was sagen? Wir sehen uns im Zoom-Call. Zoom-Call am Samstag. Und Freitag. Okay. Und heute. Freitag. Heute. Ja? In dem Sinne. Viel Spaß. Ciao.